Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zu Klarheit. Ein Thema, was ich total wichtig finde, ist die Hochsensibilität. Einfach, weil sie mein Leben lang komplett begleitet hat, mir, als ich endlich um sie wusste, ganz viele Heilung gegeben hat und auch meine Berufung gezeigt hat. Und in dieser Berufung ich auch immer wieder sehe, wie wundervoll es ist, Menschen zu zeigen, was ist Hochsensibilität, wie können sie für sich damit umgehen und wie können sie natürlich auch mit den anderen Menschen, ob große oder kleine, umgehen. Was ist denn jetzt Hochsensibilität? Also zum einen bitte ich dich, schau in meiner Playlist über Hochsensibilität, Hochsensitivität. Da findest du ganz, ganz viele Erklärungen. Das sind Videos, die sind über 6000 Mal abgerufen worden. Da bekomme ich auch ganz, ganz tolle Feedbacks zu. Zum Beispiel eben auch, Gott sei Dank habe ich deine Videos gefunden. Jetzt weiß ich, dass ich kein Alien bin. Genau, du bist vollkommen normal. Oder anders. Oder anders normal. Wen interessiert's? Hauptsache, du bist in deiner Klarheit. So, was ist jetzt also Hochsensibilität? Bevor du die anderen Videos dann alle anschaust. Hochsensibilität ist eine hohe Sensibilität für Reize von außen. Reize von außen ist was ganz Spannendes, wissenschaftlich erklärt. Also alles, was du erlebst. Andere Menschen, Menschenansammlungen, Gerüche, Geräusche, auch Stimmungen. Und bei einem hochsensiblen Menschen, hochsensitiven Menschen, ist es einfach so, dass das Gehirn die bestehenden Reize, wenn wir es jetzt einfach mal so nennen, anders aufnimmt, nämlich viel mehr reinnimmt und viel feiner wahrnimmt. Und wenn du dir jetzt hier einfach eine Tasse vorstellst und da kommen die ganzen Reize rein, läuft einfach bei einem Hochsensiblen die Tasse schneller über. Das ist alles. Die Wissenschaft meint, sie haben sich hochgesteigert von 5 zu 10, im Moment auf aktuell, was ich lese, 20%. Ich empfehle dir dieses Video. Ich glaube, das ist sehr erhellend, auch weil es aus meiner Sicht einfach beruhigt. Es beruhigt und darum geht es doch im Leben. In Ruhe und Gelassenheit und somit in Klarheit zu sein. Aus meiner Sicht und tja, vielleicht wird das irgendwie erst nach meinem Tod funktionieren. Ich bin oft mit meiner Sichtweise ein Ticken voraus. Das ist nicht so witzig, wie es sich anhört, weil wenn die Menschen gleich verstehen würden, dann würde es ihnen jetzt schon dienen können. Ich hoffe einfach, dass es für dich jetzt deine richtige Zeit ist. Ich glaube fest dran, dass wir Themen wie Hochsensibilität, Autismus, Asperger-Syndrom, Hochbegabung und vieles, was in diesen Bereich gehört, in einem komplett anderen Licht sehen müssen, nämlich als etwas vollkommen Normales. Warum sollte nicht der Hochsensible sozusagen der Normale sein und die eher immer mehr ja, sich beschützende, aber gleichzeitig auch absterbende und verrohende Gesellschaft, die nicht mehr normal sind, weil sie einfach nicht mehr in ihren Sinnen sind. Hochsensibilität werde ich immer wieder gefragt von Erwachsenen, von Kindern, von Jugendlichen. Hochsensibilität, wichtig, 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 ist keine Behinderung. Habe ich da ein Video drüber gemacht, auch einen ganz interessanten Anruf von Eltern in Kurzfassung. Hochsensibilität ist keine Behinderung, Hochsensibilität ist eine ganz, ganz wundervolle Gabe. Entscheidend ist dabei, um zu entdecken, dass du, wie es mir vor kurzem geschrieben ist, danke eben, ich habe jetzt durch deine Videos gesehen, dass ich kein Alien bin, wie bei diesem Thema Gabe, wenn alle anderen um dich herum anders ticken, dann bist du versucht zu glauben, dass das das Normale ist und du passt dich an.
und verbiegst dich. Stichwort Burnout. Der Mensch muss erstmal die Erklärung und die Wahrnehmung haben, dass Hochsensibilität eine Gabe ist, weil dann kann er auch gut damit leben. Ich habe schon so viele Rückmeldungen von Menschen, die sagen so, jetzt kann ich endlich sein, weil jetzt habe ich verstanden, dass es keine Behinderung oder eine Schmälerung von meinem Sein ist, sondern etwas ganz, ganz Wertvolles. Ach, schau dir gerade auch das Video zum Thema Welpenschutz an. Das finde ich auch noch richtig wichtig. Ich liebe Menschen, das ist meine Berufung. Guide sein und Menschen zurück zu ihrer Klarheit führen. Die meisten meiner Kunden sind Erwachsene. Die Range ist von 2 bis so knapp unter 70. Mir liegen ganz besonders jedoch die Kinder und die Jugendlichen am Herzen. Auch dazu habe ich Videos gemacht, weil mir so wichtig ist, Gott, je nachdem wie alt du bist, wir wissen beide, wie unlustig das in der Kindheit war. Ich wünsche mir so sehr, dass wir über Aufklärung, Annehmen, Verständnis einfach dieses Thema sowohl bekannt machen als auch enttabuisieren. Sowohl für die erwachsenen Menschen als auch für die Kinder und die Jugendlichen, weil vor denen liegt noch ihr ganzes Leben. Wenn die nicht eingeschränkt aufwachsen müssen, dass sie nicht normal sind, weil sie es einfach so haben wollen, wie sie es haben wollen, weil sie die Welt mit anderen Augen sehen, aus meiner Sicht sogar mit dem Herzen, dann glaube ich, dienen wir sowohl dem jeweiligen Menschen für sein Leben und auch automatisch damit dem Frieden und der Welt. Genau deshalb, weil auch in der letzten Zeit ganz viele Impulse mich in diese Richtung gebracht haben, ist es mir eine Herzensangelegenheit, diesen Tag, den 28. Januar jeden Jahres als Tag der Hochsensibilität ins Leben zu rufen. Für 2016 nun das erste Mal. Und aus meiner Sicht gerne, nicht nur in Deutschland, nicht nur europaweit, sondern bitte weltweit. Weltweit für alle Menschen. Damit alle Menschen wieder zu sich finden, in ihre Liebe, Achtsamkeit, in ihr Mitgefühl zurück, damit automatisch in ihrer Klarheit leben, lieb zu sich sind und lieb zu den anderen. Hochsensibilität ist eine wundervolle Gabe. Und dieser Tag ist dieser Gabe gewidmet. Danke für deinen Daumen hoch, danke für deine Fragen, danke für dein Verbreiten von dieser Idee. Und lebe deine Klarheit.